Ich bin in dieser Episode zu einer ganz besonderen Schule gefahren, um Ihnen eine beliebte Kampfsportart aus Japan vorzustellen. Das japanische Judo. Obwohl auch im Stand gekämpft wird, ist Judo gerade am Boden sehr effektiv. Schnelle Würfe aus dem Stand und eine feste Fixierung auf dem Boden machen den Angreifer schnell kampfunfähig. Am Ende erwarten mich noch mehrere Freikämpfe, um meine Fähigkeiten zu testen. Ich bin David und das ist The World of Martial Arts. Ich habe mich zum TSG in Hamburg aufgemacht, um dort in der wunderschönen sportlichen Einrichtung ein gutes Training hinzulegen. Neben Squash, Tennis, Schwimmen und Fitness werden dort auch Kampfsportarten unterrichtet. JGS war damals, als ich ein kleiner Junge war, schon mein Judo-Verein. Krass, man sieht hier jetzt schon, ich glaube, ich bin gut aufgehoben. Also hier wird keine Schule sein, die nicht weiß, wovon sie redet. Dann gehen wir mal rein. So, meine lieben Freunde, jetzt bin ich auch schon drin. Hier ist der liebe Florian, der Leiter und dieser Gruppe. Ja, schön, dass du da bist. Ja, erstmal vielen Dank. Danke, dass du herzlich willkommen hier beim Judo. Für den Einstieg braucht David natürlich heute richtiges Equipment. Dankeschön. Da habe ich dir was mitgebracht. Adidas, schöne Adidas-Jacke. Die musst du heute benutzen. Auf jeden Fall. Weißt du, dass das schon über 20 Jahre her ist, dass ich einen Judo gelernt habe? Ja, heute gibt es keine Ausreden. Sehr gut, das sieht doch top aus. Und ich binde dir den mal um. Dankeschön. Jeder fängt wieder von vorne an, David. Ja? Ist so. Back to the roots. Back to the roots. Du kennst das? Ich kenn das. Und jetzt bist du bestens vorbereitet, denke ich. Sehr schön. Und dann machen wir uns ein cooles Komiko. Das ist David. Hatte ich heute schon angekündigt in der Gruppe. Der macht heute ein paar Aufnahmen für seinen Kampfsportkanal hier. Ich wurde in einer sehr herzlichen und tollen zusammenhaltenden Truppe empfangen. Es waren außergewöhnlich viele hochgraduierte Judoka dabei, was mich auf ein hartes Training einstimmte. Meine Idee mit The World of Martial Arts wurde sehr begrüßt, denn die Auffassung von einem großen Miteinander und kein Gegeneinander und schaut man nicht nur über den Tellerrand, sondern nimmt viel für sich mit und entwickelt sich stets weiter, fand großen Anklang. Ich bin sehr gespannt und David macht einfach mit, bindet ihn aktiv mit ein. Er kann einiges ab, ihr dürft ihn auch ein bisschen wehtun. Er darf nicht schlagen und nicht treffen hier auf der Matte, das ist beim Judo verboten. Und deshalb könnt ihr ihn heute auch richtig rannehmen. Wenn ihr von der Matte runtergeht, würde ich ihn nicht mehr anfassen. Und dann haben wir heute aber, glaube ich, ganz... Wenn ich denn runterkomme. Ja, du wirst es schaffen. Okay, wir machen gleich Aufstellung, da werde ich dann nicht mehr so viel erzählen und starten wir gleich ins Training. Das traditionelle Voreinanderverbeugen vom Schüler zum Sensei ist sehr wichtig und zeigt den gegenseitigen Respekt. Auch das kurze Inhalten aktiviert den Geist und die Konzentration. Dann startet das Aufwärmtraining. Noch am Anfang ein sehr herkömmliches Aufwärmen mit Laufen und Übungen zum Erwärmen der Muskulatur. Doch dann bemerkt man schon ziemlich schnell, worum es hier geht. Ja, kleines Tickspiel, und zwar Trefferfläche, Schulter. Ja? Das heißt, du versuchst, ja, den Partner auf die Schulter zu ziehen. Genau. Ja? Und versuch aber trotzdem, die Hände, die nach vorne kommen, abzuwehren. Und nur Schultern sind in der ersten Rolle wieder nach. Okay? So, voreinander und passieren! Das Aufwärmboxen, in diesem Fall Schulterticken, liegt mir, denn diese Art von Kampfsport habe ich weitaus mehr in meiner Vergangenheit trainiert. Das Locken und Lücken zu öffnen ist mir daher nicht fremd. Ich bemerke aber immer wieder, dass im Judo selbst beim Schulterticken die Judoka ihren Schwerpunkt tief in die Beine setzen. Auch habe ich das Gefühl, als würde ich als Einziger mit einem Cover-Aus-Reflex arbeiten.
Mir fällt sofort auf, dass sie am liebsten die Distanz durchbrechen würden, um dann Würfe anzusetzen. Jetzt kommen immer mehr die Beweglichkeitsübungen auf den Boden. Vieles davon ist mir bekannt aus dem MMA und BJJ-Training, auch damals als Judoka. Ich bin froh, sowohl vor langer Zeit Judo und allgemein Boden-Background zu haben, welches aber inzwischen sehr, sehr eingerostet ist gegenüber denen, die hier trainieren. Ganz kurz Pause nach dem Aufwärmtraining. Man hat gesehen, Aufwärmtraining hier sehr darauf orientiert, natürlich Hüfte zu dehnen. Man sieht halt, es ist ein Grappling-Sport, es ist halt auf Bodenkampf und daher auch ganz wichtig, diese Muskelpartien vorher genügend aufzuwärmen, damit keine Verletzungen entstehen können und man sie dadurch reduziert. Jetzt erstmal was trinken, dann geht's weiter. Wir machen jetzt auch Basis-Shikoni und versuch mal wirklich, dass du unter den Schwerpunkt kommst und dass die Arme richtig arbeiten. Kleine Einstiegshilfe für David, wenn du hier den Zugarm hast, ne, achte darauf, wenn du den hochziehst, dass du wie auf eine Armbanduhr so guckst. Dann hast du nämlich hier eine Pronation und dann kannst du hier richtig schön ziehen, langen Zugweg, hopp, und dann siehst du, kriegst du den Partner ganz einfach mit einfachen Mitteln aus seinem Gleichgewicht gezogen. Und das sind so Basiskenntnisse eines Judoka. Und das machen wir jetzt. Diese Übungen mögen vielleicht für Neulinge etwas fremd wirken, trainieren aber das explosive Reingehen in den Gegner, um später dann effektive Würfe anzusetzen. Dabei sein Gewicht unter den Schwerpunkt richtig zu positionieren, ist hier gar nicht so leicht. Dann kamen wir zu den Würfen. Eine gute Fallschule liegt mir ebenfalls noch ganz gut. Ich merke, wie ich immer besser reinkomme und mein Körper sich erinnert. Leute, wenn ihr Grappling macht, ja, kann ich auch immer nur empfehlen, solche Sachen. Immer dabei. Dass wenn der Partner einen starken Obergriff hat und jetzt zum Beispiel Uchimata eindreht, guckt, dass wir gleich aktiv auch eine Bewegung machen, dass der Partner von hier aus auch zu Boden gebracht wird. Ja? Also sozusagen an unserer Seite runterrutscht. Und jetzt war es wichtig, dass wir unter dem Arm hier festhalten, weil wir den Partner jetzt von hier aus gleich hier. Auch diese Technik gibt mir sofort ein gutes Gefühl. Umso näher die Füße an den Leisten sind, umso besser funktioniert die Hebelwirkung. Auch wenn ich kurz immer wieder ins MMA und BJJ verfalle, korrigiere ich mich sofort wieder. Würgegriffe mit dem Gi sind sehr unangenehm und rauben einen schnell die Luft. Auch die Blutzufuhr zum Gehirn kann durch das Abdrücken somit unterbunden werden und man kann schnell das Bewusstsein verlieren. Da Klamotten ebenfalls auf der Straße getragen werden, sind diese Techniken auch wunderbar für uns Frauen geeignet.
wenn du dich einfach auf den Rücken drehst, ne, ja, dann ist es halt auch eine Wertung für dich. Das heißt, du machst automatisch, weil du natürlich keine Lust darauf hast, eine Ausweichbewegung. Genau. Und die könnte ich viel leichter ausnutzen, dann brauche ich den Rest gar nicht machen. Ja. Das heißt, wenn du hier reingehst, das machst, geh mal runter und ich gehe jetzt hier hin und du drehst dich aktiv schon dahin, mache ich so. Boom. Genau. Hast du verloren. Genau. Ich kenne das zum Beispiel aus BJJ, direkt die Rückenlage zu nehmen und dann vielleicht dort zu arbeiten, wenn ich jetzt versuchen würde, hier reinzukommen. Wenn der Burger passiert, hier runter geht, nicht sofort was auf Gas. Na? Also das ist halt immer diese Sportart spezifisch. Ja. Richtig gut. Auch keine falsche Bewegung, sondern richtig adaptiert. Okay. So, aber für unsere Sportart total falsch. Weil wenn das sich automatisiert und du dich freiwillig immer auf den Rücken drehst nach Wurfbewegung, hat der andere das viel leichter, dich auf den Rücken zu drehen. Ja. Und dann hast du leider verloren. Jetzt gerade. Genau. Und ich lasse dich hier. Ja. Na, also das heißt, für dich zum Beispiel in der Selbstverteidigung schlau, weil du ja nicht gewürgt wirst, sondern nur festgehalten wirst, aber für einen Judoka schlecht, weil du dann verloren hast. Punkt, genau. Kisakatame, ein Weiche drin. Dann haben wir den hier in diese Beuge reingenommen, in diesen Arm. Einen erfahrenen Gegner in einen Kisakatame so abzuhebeln, dass du nicht schaffst. Nee, weil der sich aktiv bewegt. Ne? Ja, und weil der halt auch sich nicht unten den Arm so rausstreckt. Also diese Hebel sind höchst selten, es sei denn, der andere ist so kaputt, dass er nicht mehr kann und dann sowieso für sich gesehen hat, dass er vielleicht im Haltegriff nicht mehr überlebt. Aber viele Hebel, die man beim Judo auch lernt, sind nicht wettkampfrelevant, okay, weil sie gar nicht so anwenden. Ja. Allerdings ist es halt so, dass die, und zweitens halt auch neue Situationen ergeben. Das heißt, die kommen nicht immer durch, aber aus diesem Ansatz heraus muss der Partner reagieren. Ja, und das eröffnet sich wieder für dich eine neue Position, wieder neu anzusetzen. Das heißt, sie sind auf jeden Fall relevant, aber meistens nicht die Gründe, warum die damit gewinnen. Ja. So, man sieht jetzt hier, jetzt ist gerade Kumite, würde man beim Karate sagen, also ein bisschen Freikampf. Und jetzt sieht man hier, dass die zum Beispiel mit einer ganz anderen Kraft arbeiten. Es geht jetzt hier um Würfe anzusetzen, Hebel zu setzen oder besser gesagt auch Fixierung zu setzen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an, weil man sieht, die Vorangehensweise ist zum Beispiel ganz anders als beim MMA. Judo ist da noch ein bisschen anders. Man versucht, den Gegner anders zu bekommen und sehr interessant. Schaut mal zu. Man sieht hier im Freikampf ganz deutlich, wie kleine Fehler sofort genutzt werden. Auch wie viel Masse in einen Wurf gesteckt wird. Krass. Man sieht auch vor allem, wie, habt ihr gerade gesehen, wie lange gekämpft wurde mit Beinfeger, Hüftansatz und alles hat nicht so ganz funktioniert. Und dann am Ende heftig, vor allem die Koordination in allen Bewegungsfuß reinzukriegen, ist schon krass. Bin ich dran, jetzt darf ich einmal, wie heißt du? Mohammed. Mohammed. Also ja, mal Mohammed, wie lange machst du jetzt schon Judo? Schon lange, 2000. 2000? War schon lange, 18 in Jahre. Algerien, ja. 18 Jahre, Algerien. Ja. Schon angefangen. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ja. Krass, heftig. Ich habe 10 Jahre hier in Deutschland. Ja, und auf Wettkämpfe und so? Und Wettkämpfe. Alles, alles. Ja, da seht ihr, also auf jeden Fall habe ich jetzt ein absolutes Loser-Spiel für mich. Ja, mal gucken. Dankeschön. Und nun geht es für mich auch in den Freikampf. Man spürt sofort seine 18-jährige Erfahrung als erfolgreicher Wettkämpfer. Ich spüre, wie Mohammed meine Fehler sieht und nur darauf wartet, zum Griff anzusetzen. Ich habe einen Hüftwurf angesetzt, aber wurde sofort gebremst und geworfen. Ich versuche cool zu bleiben und will mit einem Fake-Wurf versuchen, von hinten an ihn heranzukommen, um ihn über mein Bein zu werfen. Und plötzlich gelingt es. Aber im Judo war dies nicht ausschlaggebend, da er nicht auf dem Rücken landete. Das war knapp, aber ich konnte schnell genug reagieren, um nicht auf den Boden zu landen. Mein
Sein nächster Gegner macht es mir ebenfalls nicht leichter. Ich spüre, wie er mich nicht an sich herankommen lässt. Ich versuche daher mit Fegern weiterzukommen, doch auch dieser Versuch wird direkt bestraft. Ich wurde geworfen, aber habe mich festgehalten und ihn damit mit rumgeschleudert, um die bessere Position zu bekommen. Wow, ich habe deutlich was mitgenommen von diesem Freikampftraining im Leben. Ein bisschen Englisch? Ja, mein Deutsch ist nicht so, okay. So gut. No, Louis. Kommst du aus Frankreich? Ja. Da sieht's. Flagge Frankreich? Ja. Für ungefähr 18, ja. 18 Jahre. Wow, 18 Jahre Judo. Da ist auf jeden Fall einiges. Wahrscheinlich du auch schon in Frankreich. Damals Frankreich trainiert Judo? Ja, ja. Ich habe meinen Wohnclub in Paris und Frankreich, wo ich komme. Haus? Und jetzt hier bin ich für ein Jahr ungefähr in Hamburg. Ah, okay. Und, ja, das ist ein sehr guter Club. Flo, ja, ist ein sehr, sehr guter Coach. Absolut. Das ist cool, wenn wir haben einen Praktikum. Like you. Danke dir. Like you. Danke dir. Well done, man. Am Ende wird nochmal richtig extrem Gas gegeben. Liegestütze bis zum Muskelversagen. Wir Kämpfer trainieren das vor allem, weil unser Geist auch dann, wenn der Körper aufgibt, weiterkämpfen soll. Aufgeben ist keine Option. Auch nicht bei 36 Grad Außentemperatur wie an diesem Tag. Am Ende kann ich nur sagen, extrem glücklich darüber zu sein, dass so eine tolle Gruppe und ihr Meister an diesem Abend zu meiner Weiterentwicklung beigetragen haben. Dies ist definitiv eine Judo-Gruppe, bei der man sich extrem wohlfühlt und vieles lernen kann. Das ist Florian mit seinen Schülern im TSG Hamburg.